Beim Schneiden von Blechformen, dünnen Blechen und Profilen ist die Blechschere ein unerlässliches Werkzeug. Um allerdings das Blech richtig schneiden zu können, ist nicht nur die Wahl der Blechschere wichtig, sondern auch die richtige Haltung. Blechscheren, vor allem universal einsetzbare Blechscheren wie die Idealschere, haben an der unteren Schneide eine sichtbare Auflagefläche. Diese Auflagefläche dient als Führung des Blechs. Das Blech wird beim Schneiden genau in einem Winkel geführt, der dieser Führung entspricht. Wird die Blechschere beim Schneiden nicht entsprechend durch das Blech geführt, bleibt die Blechschere nach kurzer Zeit stecken und der Schnitt kann nur sehr unregelmäßig und schwer durchgeführt werden. Beim Schneiden darf der Schnitt nie über die gesamte Länge der Schneiden durchgeführt werden. Ansonsten entstehen kleine Grate, die beim Umformen zu Rissen im Blech führen können. Der Schnitt wird nur über einen Teil der Klinge durchgeführt. Für lange Schnitte kommt die sogenannte Pelikanschere zum Einsatz. Ihre besonders langen Schneideflächen sind für lange Schnitte ideal ausgelegt. Auch hier muss die Schere in einem der unteren Schneide angepassten Winkel durch das Blech geführt werden.